Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Annette und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch InStyle Beauty Box Unboxing. Habt ihr Interesse? Dann bleibt dran, viel Spaß beim Zuschauen. InStyle Box kommt einmal alle 3 Monate und kostet 29,95 pro Box. Schauen wir jetzt rein und ich bin sehr, sehr gespannt, was finden wir dort. Ich ziehe jetzt den Deckel. Da drin ist gar nichts. Und was sehen wir hier? Herbst Edition. Genau. Ich schaffe nie pünktlich zu sein und das ist leider einfach so. Aber gar nicht wichtig. Ich denke, das würde uns trotzdem interessieren. Was haben wir hier? Es hat etwa einfach 3 Monate bei mir in den Schrank gelegt und ja, ich könnte einfach nicht Zeit finden und hier bei meiner Kamera sitzen und Video drehen. Also genug gequatscht. Schauen wir, was können wir hier in unserer Box finden. Das wird definitiv Paola's Choice sein. Und was noch von Lind? Von Avon, Elizabeth Arden. Ja, nicht schlecht, oder? Also, erster Blick haben wir einfach. Oh, ui, es fällt schon unter. Papier, Klebesticker. Und ja, genau. Paola's Choice wird unbedingt der erste sein. Also, lassen wir. Exfoliate Paola's Choice. Und das ist Full Size mit 118 ml, 2% BHA Liquid Exfoliate, Salicylacid. Ich liebe dieses Produkt, ich benutze es sehr, sehr gerne und meistens es ist einfach nur diese kleine mit 30 ml und ich habe noch nicht irgendwo Full Size gesehen oder gefunden. Also ich freue mich natürlich, dass es besonders und das kostet etwa 36 Euro. Ich nehme an, ich bin gar nicht sicher, habe noch nicht selbst gekauft. Stelle ich es einfach hier bei mir. Also, erstes Produkt und schon Krach gemacht. Etwas Besonderes für mich. Nächste ist von S. Oliver Your Soul Woman Luxury Shower Gel. 75 ml, einfach Gel, made in Germany. Mhm. Das soll mit Duft sein, das soll duften. Mhm. Mhm. Super. Ich probiere ein bisschen. Oh, sieht wie Gel aus. Moment, ich zeige euch. Sehen Sie? Es Konsistenz wie einfach Gel und der Duft ist wahnsinnig. Ich meine, wow. Ich freue mich schon, in die Dusche stehen und diesen Duft genießen. Ja, super. So, muss ich natürlich jetzt das wegwäschen. Das brauche ich jetzt nicht. Mhm. Nächste, etwas ein bisschen Großes, ist Santé Natur Cosmetic Family Glanz Spülung. Was? Das Haarspülung mit Bio-Birkenblatt und Provitamin B5, silikonfrei, natürliches Haargefühl. Okay, so ich denke schon, das ist einfach Haarspülung, 150 ml. Ja, viel hier geschrieben natürlich. Santé ist sehr, sehr bekannte Marke, Naturkosmetikmarke. Das schnupfen wir hier. Nur ein bisschen, nur wenig zu ausprobieren. Will ich das jetzt? Ich glaube schon, es ohne Geruch soll sein. Aber nein, es kommt etwas sehr, sehr Leichtes. Hm, nur ganz wenig, aber sehr, sehr angenehm auch. Ja, nicht schlecht. Spülen benutze ich auch sehr gerne von Naturkosmetik, nicht besonders. Ich meine, ich schaue nicht immer wieder, dass es von Naturkosmetik ist. Ich benutze einfach Spülung und davon sehr gerne. Nächste, was sehe ich hier von Oremai
by Victoria Swarovski. Cleansing Form. Ich kenne Victoria Swarovski leider gar nicht. Ich denke, dass er schon in Deutschland auch. Normalerweise Swarovski kommt aus Österreich, oder? 150 ml da drin. Schauen wir jetzt natürlich rein. Foaming Cleanser mag ich sehr gerne. Ich benutze absolut jeden Abend, jeden Morgen. Und hier sieht interessant aus. Ein bisschen wie mit Öl, aber ich denke schon nicht. Also, was schreiben Sie hier? Morgens und abends 1-2 Pumpstoßen auf der aufgefeuchtete Haut auftragen. Ja, und dann bewegen, einmassieren und warme Wasser abspülen. Also ganz, ganz wie normale Reinigung oder andere Form. Also schauen wir jetzt, wie das aussieht. Ich probiere alles sehr, sehr gerne und natürlich würde sehr gerne auch wissen, wie das riecht. Also überhaupt mit Geruch. Brauchen wir ein bisschen Zeit. Ey, come on. Das ist gar nicht schon lustig. Ah ja, kommt jetzt. Nein. Oh, ja, das kommt. Ich kann gar nicht etwas richtig spülen. Es kommt etwas oder nicht. Aber schauen Sie bitte, Form ist wirklich so... ich kann das gar nicht beschreiben, es tut mir leid. Also, was meine ich? Das kann man wirklich gut für ganze Gesicht benutzen. Ich meine, es ist ganz, ganz wenige Menge. Dort war geschrieben 1-2 Time noch einfach drücken. Aber ja, für mich das schon ganz, nun, vermutlich nicht für ganze Gesicht, aber für Augen zum Beispiel, dass es schon reicht. Und es geht nicht weg, es einfach bleibt so. Ja, ich finde es super, würde ich auch sehr gerne ausprobieren. Ich habe schon gesagt, ich benutze jeden Tag. Haut ist sehr interessant. Ist schon gereinigt. Ja, ist irgendwie so gefühlt wie eine gereinigte Haut. Super. Sollen wir vermutlich das auch, diese Marke merken. Nächste, was sehe ich hier, von Anna Ivanovich, Augencreme. Diese Marke oder mindestens diese Person kenne ich leider gar nicht. Vermutlich sie ist sehr, sehr bekannt und Produkte gar nicht schlecht. Uppala, es geht weg. Augencreme sieht so aus, vegan, 15 ml, das ist Full Size, in Österreich, hergestellt in Italien, aber Marke ist aus Österreich. Ja, Papyrus, Pflanzenöl und Macadamiaöl. Ich finde das auch sehr, sehr spannend. Wie ich habe schon gesagt, ich habe nie diese Marke irgendwo gesehen oder gehört. Und würde gerne natürlich ausprobieren. Schauen wir jetzt rein, wie das aussieht. Und ich versuche für meine rechte Hände etwas. Nicht immer auf meine linke Hände ausprobieren. Absolut eine kleine Menge. Das soll schon reichen. Und schauen wir, was wird passieren. Riecht es nicht so besonders lecker. Es kommt ganz leicht, aber leider nicht besonders lecker. Also, es ist schon weg. Kann es sein, zieht es sehr, sehr schnell. Haut fühlt sich, ja, gut. Ja, also würde ich gerne ausprobieren, definitiv. Es sieht irgendwie spannend aus. Also, wir hatten schon genug Beauty. Lass uns etwas
anderes anschauen und das ist von Lind. Hello, nice to sweet you. Vegan Brezel und Nuts. Hafer Drink. Also das ist Schokolade 100 Gramm von Lind und soll vegan sein. Also vegane Schokolade schmecken nicht immer besonders gut, aber diese Schokolade habe ich schon ausprobiert. Bei uns in der Schweiz kann man schon kaufen. Ich meine, es war nie ein Problem bei uns. Ja, habe schon gekauft und ausprobiert. Schmeckt gut. Für mich schmeckt gut. Normalerweise kaufe ich nie so vegane Produkte, weil ich bin nicht Vegetarier. Aber sonst ausprobieren, warum nicht? Ja, schmeckt es gut. Wunderbar. Und wir haben noch ein paar Sachen da drin, das ist noch nicht fertig. Und diese Box finde ich sehr spannend und sehr interessant. Ja, es schon kostet ein bisschen mehr als sonst, als andere wie Goodie Box, wie, nein, Goodie Box kostet gleich. Aber Glossy Box zum Beispiel oder Look Fantastic oder Pink Box, es kostet ein bisschen mehr, aber auch ein bisschen mehr Produkte können wir hier finden und wir haben schon gesehen, etwas ganz Neues, etwas, was ich habe noch nicht irgendwo gesehen oder etwas Teures und Bekanntes, das ist auch dabei. Ja, ich bin ganz zufrieden. Schauen wir weiter mit Lifestyle-Produkt oder kann man auch zu Beauty natürlich dieses Produkt nehmen, ist einfach eine Pinzette, ganz in Gold, ja. Schauen wir die Spitze. Nicht schlecht. Ja, Pinzette wird es nie genug sein. So, nicht schlecht, wieder noch eine zu finden. Weiter von Elisabeth Arden. Sieht wie einfach eine kleine Probe aus. Wie viel Gramm ist hier? 5 Milliliter. Einfach für Milliliter, not for individual sale. Ja, genau. Das ist einfach eine Probe. Und was diese Probe soll machen, the all day, the all night, the all in one beauty secret. Okay. Das ist all in one beauty Geheimnis für Tag und Nacht. So, das bedeutet, kann man für wie Tagcreme oder Nachtcreme benutzen. Ja, 5 Milliliter ist es echt wenig und interessanterweise, wenn ich durch das Licht schaue, sehe ich, das Creme ist irgendwo bis hier. So, hier ist einfach Luft und hier ist die Creme, 5 Milliliter. Das finde ich irgendwie komisch. Made in USA, okay. 8-Hour Cream. Skin Protectant. Ich habe noch nicht etwas von dieser Marke ausprobiert und natürlich für mich ist sehr, sehr interessant. Aber das ist einfach schade, nur 5 Milliliter einfach eine Probe zu haben. Ja, ich habe schon so viele Komplimente zu dieser Box gesagt und dann plötzlich 5 Milliliter angekommen. Schade. Aber wir schauen einfach weiter. Ich sehe hier noch eine Palette und das macht mich natürlich glücklicher. Aber fangen wir an mit Glimmer Stick von Avon. Und diese Glimmer Stick, nichts geschrieben. Tear Sparkle. Eyeliner. Okay, das ist Eyeliner von Avon. Ich denke, Avon kennen Sie schon. Mindestens ich kenne diese Marke sehr gut. Bei uns. Es war super populär, aber ja, ich habe schon lange nicht irgendwo gesehen und nie benutzt, aber wenn es schon in Box ist, soll man natürlich wieder verwenden und benutzen. Die Farbe, denke ich, irgendwie wie Turquoise, Marine. Das probieren hier. Oha, krass, oder? Ja, passt gut. Ich mag solche Farbe sehr. Super. Und das gibt es noch zweite. Ob sie gleich sind oder nicht. Nein, das ist Lip Liner. Okay, für Lippen. Schauen wir jetzt, was für Farbe haben wir hier.
Oh. Farbe in Richtung Korall. Diese Farbe leider gefällt mir gar nicht. Ich benutze solche Farbe gar nicht. Sie passen einfach mir nicht. Und ich denke schon, ich würde dieses Produkt einfach weitergeben. Ich probiere einfach nur ein bisschen. Nein, leider nicht. Das ist gar nicht für mich. Ich denke, Sie können das leider jetzt nicht sehen, weil ich habe wirklich nur ein bisschen einen Strich gemacht. Das könnte ich richtige Farbe anschauen, aber nein, passt mir nicht. Nein, leider. Aber ich kenne jemand und der kann sich ein bisschen mehr freuen. Also, weiter. Noch zwei Produkte und so viele Papier. Pinsel. Etwas, was würden wir weiter sehr gut gebrauchen, weil wir haben noch eine Palette. Die Eye Blender Brush. Mhm. Design in Berlin, made in China. Okay, also in China. Ich wollte China sagen, aber nein, hat nicht gepasst. Ja, made in China oder in China hergestellt. So, Fräulein B. Na gut. Ja, ich finde ganz in Ordnung. Vermutlich würde es nicht mein Liebling sein, aber würde ich natürlich auch ja, verwenden. Jo. Gut, ein Pinsel zu haben ist immer gut. Und ganz der letzte. Wir haben hier Palette. Palette von Pixi. Das finde ich toll. Das finde ich etwas besonders für diese Box. Ja, kann sein, natürlich ist nicht der höhere Qualität, das weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht etwas von Pixi sonst als Toner benutzt, so ich habe keine Erfahrung soweit. Aber schauen wir jetzt natürlich rein, wie das aussieht. Boah, sieht ganz in Ordnung, super sympathisch. Natürlich gibt es Spiegel, ja, gibt es Spiegel. Machen wir einfach so, da können Sie auch alle Farben sehen. Was denken Sie? Ja, ich finde es super sympathisch, kann ich wieder verwenden, schminken. Was gefällt mir hier nicht besonders? Einfach diese Farbe. Aber sonst, ja, passt mir gut. Kann ich mich vorstellen, einen Look zu schminken? Super, ich freue mich absolut besonders genau wegen dieser Palette. Ich denke, das wird mein Highlight sein und natürlich Paolo's Choice. Ich liebe Paolo's Choice und das ist mein Highlight und Palette ist auch mein Highlight. Ja, also schauen wir schnell, was war in der Box. Palette von Pixi, Haarspülung von Santé, Foaming Cleanser von Victoria Swarovski, etwas kleines Day and Night Creme von Elizabeth Arden, Augencreme von Anna Ivanovic, ich muss noch einmal lesen, kenne ich sie leider nicht, S. Oliver und hier ist Shower Gel, Paola's Choice, noch ein Pinsel, Schoki. So wie Kajal und Lippenstift und noch eine Pinzette. Ist das jetzt alles? Ja, hier einfach nur für Packung und das ist schon. Also, diese Box hat mir sehr gut gefallen, das kann ich schon sagen. Ich kann nicht sagen, etwas war so, dass ich würde gar nicht gebrauchen. Ja, Pinzette war nicht etwas Besonderes, aber sonst, ja, super praktisch. Und ich bin ganz zufrieden. Was denken Sie? Schreiben Sie sehr gerne in die Kommentare. Und das ist alles für heute. Danke vielmals
für Zuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie ein Abo bei mir abschließen, ein Daumen nach oben lassen, einen Kommentar schreiben und wir sehen uns noch einmal bei einem anderen Video. Wer weiß, ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis nächstes Mal. Tschüss.